So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Advance Wars. Bam, bam, bam. Wir haben Mysterium abgeschlossen. Und irgendwie war unsere letzte Meldung, das ist er nicht. Wir sind in Rang 90 hochgestiegen, Holzhahn. Fragt mich mal, was diese Ränge bedeuten. Ich habe keine Ahnung. Wir überschreiben natürlich, ist egal. Ja, Safe State funktioniert ja eh nicht. Okay, wo sind wir da? Also, du steckst hinter all diesem Chaos. Hast du auch einen Namen oder sollen wir dich Katastrophe nennen? Mein Name ist Sturm. Nun, Sturm, wir haben dich schließlich gestellt. Zeit, die Zeche zu zahlen, die, wie es so schön heißt. Mich gestellt. Mich? Ha, ihr seid nur durch die Tür gekommen, die ich euch öffnete. Was? Hast du wirklich gedacht, ich würde euch nicht bemerken, dummes Ding? Du und deine lächerliche Strategiespielchen, mehr kannst du nicht? Wie? Aber das ist, du konntest nicht. Heißt es etwa, du hast von allem schon gewusst? Du hast einen dummen Fehler nach dem anderen gemacht. Dachtest du wirklich, du seist mir ebenbürtig? Du Närrin. Diese Farce muss beendet werden. Zahle die Zeche, so hieß es doch. Es tut mir leid, Vater. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Okay, schnell, Sonja ist in Gefahr. Wir können nur mit Andy kämpfen. Das Finale. Ja. Sonja. Kid? Es tut mir so leid. Ihr müsst alle fliehen. Der Feind, Sturm, ist viel stärker, als ich dachte. Alles ist. Dieser Sturm hat dir das angetan, nicht wahr? Andy, bitte, du musst weg von hier. Du willst, dass wir wegrennen? Dieser Kerl wird geschlagen. Das ist der Vollidiot, der uns so nervt. Dem machen wir Beine. Warte, Max. Andy ist an der Reihe, oder? Oh, ja, du hast recht. Schau nicht so beleidigt. Ach, meinetwegen, Großer. Du kannst meine Truppen führen. Was? Wirklich? Ich schulde dir was, Kid. Okay, Fox, ich bin auch dabei. Oh, ich habe so eine Wut im Bauch. Dieser Sturm ist so ein machtbesessener, größenwahnsinniger Grobian und ich habe mir eine neue Stimme zugelegt. Bist du ein wenig verärgert, Tammy? Captain Drake, wie konnten Sie? In Green Earth ist alles wieder ausgebügelt. Deshalb dachte ich, ich könnte mein Herr zur Verfügung stellen. Viel zu viele Stimmen. Die Truppen von Green Earth? Darf ich sie führen? Natürlich, natürlich. Ich habe diese Gruppe extra für dich aufgestellt. Also gut, dann bin ich auch dabei. Ich bin immer einsatzbereit, Fox. In Ordnung an alle, wir rücken aus. Also, ihr seht, wir haben wieder zwei Verbündete. Grüne Truppen, also Green Earth Truppen und Orange Star Truppen. Ich habe die Mission bisher erst einmal gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht ich sein werde. Und das ist unser Gegner, Sturm. Er hat relativ viele Truppen, kann aber bisher nur in diesen vier Basen neue Truppen generieren. Er hat aber für meinen Geschmack schon ein paar zu viel Truppen und ein paar zu viel Häuser. Okay, wir versuchen mal ein wenig Info über die Situation zu bekommen. Besetze das HQ des Gegners und unterschlage all seine Truppen. Besiege Sturm mit Hilfe deiner Verbündeten. Okay, wir haben Verbündete, das ist gut. Status. Er hat 28 Gebäude. Das heißt, er hat eindeutig zu viel Geld. Während wir gerade mal 7.000 pro Tag bekommen. Und jetzt können wir auch was über den Kommandanten herausfinden. Okay, wir haben Maximum und wir haben Doppeldistanz, erhöht Bewegungsradius der Infanterie und Mecheinheiten, Wegkosten auf jedem Gelände wären 1. Und Sturm, wir wissen immer noch nicht viel über Sturm, nur dass Sturm Meteoriten regen kann. Ich glaube, das hatten wir vorher noch nicht gewusst. Und er gibt halt nichts preis, denn er ist ein Mysterium im Schatten. Ja. Das ist natürlich hier Lumu. Okay, Moment, was machen wir denn? Als erstes gucken wir mal,
ob wir schlau sein können. Wie weit kann der? Bis dahin. Okay. Und da. Auch nicht ganz so weit. Also mal bis da und bis da, ne? Okay. Wir müssen ein bisschen mit unseren K-Helis aufpassen, dass die nicht gleich runtergefegt werden, denn wie ihr wisst, hat ja so ein Jäger eine ziemlich gute Reichweite, aber wir wollen ihnen natürlich auch ein bisschen was vermiesen, deswegen stellen wir den einfach mal da vorne hin und kaufen in dieser Runde erstmal noch nichts. Wir dürfen nicht verlieren. Okay. Dass wir Max spielen anstatt Kid, finde ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn Kid hätte uns im Fernkampf einiges mehr gebracht. So, wie sah das hier aus? Oh, easy. Ja. Wir bringen erstmal die Truppen da. Dann da lassen wir dann den mal. Bringen wir unsere ganzen Truppen erstmal davor. Nicht ganz. Und zwar werden wir ein paar Truppen zu Andy rüberschicken, weil das nämlich Nahkampftruppen sind. Und wir die Flugeinheiten des Gegners damit etwas besser wegputzen können. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hatte ich das, die Erinnerung, dass wir Kid spielen konnten hier. Und ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Aber anscheinend ja nicht. Ne? Kannst du mich? Ja, der kann mich angreifen. Verdammt. Ein zu weit gewagt. Okay, und dann, ey, nicht kapitulieren. Ich muss mein Bestes geben. Ich darf Igel nicht im Stich lassen. Nein, nein, das darfst du nicht. Und Tammy und ihre Lauftruppen. Ihr seht es, wir haben natürlich mit Tammy ein bisschen den Vorteil, was das Einnehmen betrifft. Aber das macht Tammy durch andere Nachteile wieder wett. Wenn wir es ganz nett ausdrücken wollen. Zum Beispiel ist der größte Teil ihrer restlichen Truppen jetzt nicht so nützlich. Aber wenn wir das clever anfangen, sollten wir das schaffen. Nee. Denn in meiner Erinnerung ist dieser Code zwar nicht einfach. Dann bauen wir einen TTP und setzen den da rein. Aber auf jeden Fall machbar. Diese Narren. Ihre Truppen sind alle hier versammelt. Pahaha. Sie spielen mir direkt in die Hände. Sie werden den Tag verwünschen, an dem sie es wagten, mich herauszufordern. An dem sie wagten. Okay. Ja, das war klar. Ja, Sturm macht relativ viel Schaden. Ich meine, macht einen Bomber jetzt sowieso. Übrigens steht der Bomber da super. Und ich kann aus drei Deckungen versuchen, mit meiner Flak anzugreifen, was echt schön wird. Oh doch, er hat doch zwei Flughäfen, verdammt. Und wir sehen, er hat mal wieder einen Bomber gebaut. So, du hast den Bomber drauf, sehr schön, 120%. Okay, dann haben wir einen Bomber schon wieder rausgeholt, was schon mal ziemlich gut ist, denn Bomber könnten uns gefährlich werden. Okay, du kannst hier nicht viel machen,
Noch hat er kaum Fernangreifer dort. Das heißt, wir können relativ einfach die Brücke halten. Das ist am Anfang echt die beste Lösung. Ja. Eigentlich müssen wir hier diesen Bereich halten dann später, damit er hier nicht rauskommt. So. Nö. Auf der Ebene haben wir jetzt 1 Deckung. 78% ist jetzt nicht so viel, reicht aber für den Anfang auf jeden Fall aus. Das Problem ist halt, die sind viel zu weit weg. Und Tamis wird den Bomber wahrscheinlich nicht zerstören können. Aber ich habe noch einen Kampf. Noch einen Kampfpanzer, genau. Werde ich hier mal ein wenig Gebäude einnehmen. So, nächste Runde könnte ich Flugzeuge bauen. Wenn natürlich mein Geld reichen würde, was es nicht tut. Dann putzen wir erstmal den weg. So. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, nicht? Ja, ich weiß, es ist nicht das Schlauste, was ich machen könnte. Allerdings ist mir das jetzt ziemlich egal. Das werde ich allerdings nicht tun. Den stelle ich dahin. Und dann stelle ich den jetzt wirklich genau dahin, damit der den schützt. Das heißt, den sollten sie jetzt nicht angreifen können. Ja, er hat noch keine Fernkampfer. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob es gerade gut ist zu sparen. Das werden wir gleich sehen. Wir haben Max. Wir nutzen die Deckung, um seine Bomber runterzuputzen, Tatsache erstmal, und lassen seine Jäger ruhig meine Helikopter drüben angreifen, denn die Bomber sind mir jetzt nerviger und gefährlicher als die Jäger, denn die zerstören meine Fußeinheiten. Und davon habe ich gerade noch mehr. Oder nicht meine Fußeinheiten, meine Bodeneinheiten, wäre richtig gesagt. So. Solange er noch keine Fernkampfeinheiten hat, ziehe ich alles einfach nach vorne. Und die ziehe ich da lang. Denn seine, ja, wenn ich da genauso weit komme wie da, seine Flugeinheiten könnten da runterkommen. So, wir haben keine Einheiten mehr. Zack, Ende. Los, Tammy. Okay, der kommt da nicht mal ran. Das war klar, dass das nicht viel abziehen würde. Wow, würde ich mal sagen. Selbst das zieht mehr ab. Aber das machen wir trotzdem. Denn, wie gesagt, Bomber sind nervig. So. Ja, wir bringen ihn mal da hoch zur Unterstützung. Das wollen wir mal ab. Machen so. Und machen das mal ganz clever. Den bringen wir dahin. Den bringen wir da rein und den lassen wir laufen und den lassen wir auch laufen. Du kommst dahin
Oh, dann kannst du natürlich jetzt nicht dorthin, sondern... Ach, du gehst dann einfach dahin. Ach, Reifen Nummer 2 hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Naja, es ist genau, als ob ich ihn da stehen lasse. Auch mit Tammy möchte ich natürlich hier oben gerne was einnehmen, um dann hier über die Flanke fliegen zu können. Was mit Max auch ganz nützlich wäre. Ja, wir hauen erstmal noch einen Jagdpanzer rein. Dann lassen wir mal Co. Sturm machen. Was? Er hat seine Gabel schon voll? Ich glaube, das ist der Anfang. Also das ist der Beweis seiner Macht und seine Gabe ist echt böse. Guckt euch das an. Achtung und Instant K.O. in Bam 1. Ja. Co. kann einen Meteoriten beschwören, der uns 8 Einheiten abzieht in einem Feld, in so einem Kreuzfeld, glaube ich, oder einem Quadrat, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ziemlich böse. Und das waren auch unsere Flugeinheiten. Ich weiß auch nicht, ob er stärker geworden ist jetzt dadurch. Ich glaube es aber, weil mit 3 Jägern 5 abzuschießen ist schon echt böse. Okay, das war unsere Flak. Das war unser TTP. Aber ich glaube, in Zukunft regeneriert er sich halt nicht so schnell seine Gabe. Und das ist halt dann das... Ist gut, aber an die Gabe habe ich nicht gedacht, das, um das sicherzustellen. Das ist natürlich schade jetzt. Ja, wir sind jetzt erstmal machtlos und können erstmal nur zugucken, wie unsere Truppen dezimiert werden. Peng. Peng. Okay, das war jetzt zum Glück nicht ganz so schlimm. Allerdings das gleiche nochmal und dann sind gleich mal nur noch 5 da. 4 sogar nur. Schade eigentlich. Und dann sind die 4 auch noch weg. Nee, einer hat es überlebt. Ich bin ja begeistert, bin ich. Peng. Also wie ihr seht, jetzt ist gerade Max verkrüppelt und Andy verkrüppelt. Allerdings kann Andy jetzt wahrscheinlich seine Gabe einsetzen. Genau das dachte ich mir nämlich. Was wir freundlicherweise auch tun müssen, die Gabe einzusetzen. Ich kann gar nicht verlieren. Okay, ich würde sagen, da reißt du den Mund jetzt sehr weit auf. Da werden wir jetzt zwar nächste Runde wahrscheinlich auch weggeputzt werden, aber dafür kann ich nichts. Du läufst bitte da runter, um dort später noch Gebäude einzunehmen. Ja, du kommst jetzt natürlich an keine Flieger ran. Vulkan auf Vulkan wird wahrscheinlich nicht allzu übereffektiv sein. Wir machen es trotzdem. Einfach, weil jeder Prozentpunkt Schaden jetzt ziemlich gut ist, nachdem der Gegner hier drin steht. So. Wir bauen erstmal für die Kürze direkt mal 3 Jagdpanzer, um ihn ein wenig aufzuhalten. Und müssen versuchen, jetzt mit den anderen wirklich Hilfe zu leisten. Was hier natürlich jetzt sehr schwer ist durch die Angeschlagenheit unserer Truppen. Allerdings haben wir hier noch ein bisschen Hilfstruppen. Ja, Andy kann mit dem nicht mehr viel machen. Was soll er machen? Da. Er würde einfach sterben und keinen Schaden wirklich kratzen. So. Du darfst den zerschießen. Er hat natürlich den richtigen ausgewählt für sein
Meteorangriff, denn ja, ich glaube, wir wären der Einzige mit Max, der ihm jetzt gerade gefährlich werden kann, weil wir halt im Nahkampf relativ gut sind. Ach, das geht ja nicht. Schade eigentlich. So. Ich würde sagen, wir einen jetzt trotzdem. Mit dem hinteren dahin. Weil es bringt nicht viel, den jetzt anders da stehen zu lassen. Und versuchen dann in der nächsten Runde den dort einzunehmen. Und bauen auch bei ihm zwei Jagdpanzer. Weil Jagdpanzer bei ihm relativ gut sein werden. Wenn wir dort oben die haben, dann ist es alles kein Problem mehr. Tami noch relativ unbeeindruckt von dem ganzen Geschehen, wie wir sehen. Wow, das war wunderschön, war das gerade. Ja, wir müssen jetzt natürlich erstmal Einheiten opfern und sozusagen darüber schicken, um die Wut ein wenig abzufangen. Und das Überleben zu sichern. Ich weiß halt auch gar nicht, was passiert, wenn nur einer stirbt. Aber ich glaube, es sollte nicht passieren. Vor allen Dingen, weil diese Kommandanten uns nur gemeinsam wirklich etwas bringen. So. Ja, doch, war doch richtig. So, Tammy schickt deinen Jagdpanzer da hoch. So, noch, du hast da noch den TTP, sehr schön. Was könnten wir denn bei dir noch bauen? Noch ein Jagdpanzer und eine Mecheinheit. Einfach weil Mecheinheiten sind es bei dir halt einfach. So, verdammt. Moment. So, ich habe ganz kurz das Spiel angehalten, denn ich habe einen Blick auf die Uhr geworfen. Ich würde sagen, was Sturm in der nächsten Runde macht, das schauen wir uns morgen an. Bis dahin und tschüss.